Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Tag und einer neuen Aufnahme von Haus der tausend Türen im Bann des Bösen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen Muskelkater ich habe. In meiner Aufnahme gestern habe ich es noch nicht gespürt, denn es ist erst gestern passiert. Ich erzähle es euch einfach, während wir hier so ein bisschen starten, denn wir wollen ja zum Sheriff reingehen und vielleicht gibt es hier so ein paar Sachen. Achso, ja, die Knarre haben wir ja jetzt. Bei denen ich dann zwischendurch die Möglichkeit habe, euch was zu erzählen. Gesucht ist ein Loch. Und eine Patrone. Ich habe nämlich im DM Sachen bestellt. Wir hatten unsere Essentials. Aktuell nicht mehr sowas wie Chiasamen oder Flohsamenschalen hatten wir halt alles nicht mehr da. Und so Katzenfutti, weil das im DM günstig ist und den Katzen halt schmeckt. Ein Teil fehlt. Da war ich schon dran, genau. Ja, es ist immer noch das Gleiche. Ich habe gedacht, da ist noch was weiteres. Und dann halt noch eine Creme und sowas alles. Ne? So schnell wieder her zu mir. Und hier brauchen wir die Patronen dann gleich dafür. Interessant. Gut. Und ich habe auch Milch bestellt. Wir machen zwar viel mit der Mila die Milch selber. Aber manchmal, ihr kennt es doch bestimmt auch, es gibt diese faulen Momente, wo man sich sagt, oh, ich möchte die Milch aber jetzt haben. Ich möchte nicht erst 20 Minuten warten, bis sie fertig ist. Und ich will am besten noch kalte Milch haben, weil ich sie, keine Ahnung, weil ich kalte Milch halt haben möchte. Und nicht die warme, weil wenn sie aus der Mila kommt, ist sie ja frisch gekocht. Und für solche Momente habe ich halt fertige Milch schon mitgenommen. Mhm. Okay. Aber da kann ich rein. Ah, hier wird ja die Klinke. Aber ich kann die nicht irgendwie ersetzen, ne? Ah, doch, kann ich. Und den kennen wir doch. Das ist der gleiche Mann, der den Check haben will. Der Postbote hat schlechte Laune. Er will mich nicht nachsehen lassen. Ich weiß, wie ich den Postboten in Schach halten kann. Achso. Ich weiß es gerade noch nicht. Will mich nachsehen lassen, was er in der Tasche hat. Okay, okay. Auf jeden Fall ist das Paket dann doch, ja, weiß ich nicht, es waren 30 Kilo bestimmt schwer geworden. Durch die ganzen Footy-Sachen. Und den Code wissen wir noch nicht. Und ich bin dann, erstens war ich ja bei einem Arzttermin und habe dann entsprechend, weil ich den DM, ich hab gedacht, der DM ist woanders. Hörner haben wir noch nicht. Was ist denn hier? Kann ich das einfach öffnen? Ich habe den also auf Maps gesucht und dort, wo mein Doc ist, hat er mir sofort immer bei Maps gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Also ich, das war das ja nur nochmal. Und ich habe halt gesucht und gesucht und die Jacke können wir nicht verwenden. Und habe mich halt umgeguckt. Nein, da wollte ich raus, wollte ich nicht. Umgeguckt an der Stelle. Und ein böses Gesicht. Und ich habe den DM halt nicht gefunden. Hier braucht man die Platten dafür, aber hier kann ich noch nichts anderes mitnehmen, ne? Ne, im Moment nicht. Ich weiß nicht ganz, was sie hier meinen. In Schach halten. Verbinden? Hä? Ne? Was bist du? Stethoskop, das macht jetzt auch keinen Sinn. Das können wir für ein Safe benutzen. Ja, ich weiß nicht, was sie meinen mit dem Schachhalten hier. Ich hätte gedacht, hier vielleicht irgendwas fesseln. Hm. Irgendwas am Kopf hat er nicht. Okay. Hm, wer weiß. Naja. Und dann war ich in diesem DM-Laden, der ist in so einer Einkaufspassage. Ich habe dann einfach mein Auto in einer sehr verdächtigen Straße abgestellt, weil in anderen an Straßen außenrum musste man überall Geld bezahlen und als ich vom Arzt losgefahren bin, habe ich halt, mein Parkschein war auch schon abgelaufen zu diesem Zeitpunkt
ein paar Minütchen. Und jetzt wollte ich nicht einen neuen Parkschein ziehen, für 2 Minuten ein Paket holen, verdammt nochmal. Und also habe ich das Auto in einer dubiosen Gasse geparkt und habe dann per Fuß mit der App versucht, die mir ständig gesagt, also mit Maps einfach nur als App, die mir ständig gesagt hat, ich hätte mein Ziel erreicht, obwohl ich es nicht gesehen habe, dadurch, dass ganz viele Häuser um diese Gasse herum waren. Und dann habe ich auf Maps ungefähr geguckt. Ich hatte übrigens auch die Fußgängerzone an oder Fußgängermappe an und habe mich dann umgeschaut und habe gedacht, wo soll es denn jetzt hier sein? Und bin dann so entsprechend mich umgeguckt, bin in die einzelnen Gassen gegangen, bis ich dann um die Ecke, das waren jetzt nicht viele Meter entfernt, aber vielleicht 100 oder so, den DM gefunden habe. Komplett um die Ecke. Den konnte ich nicht sehen durch die Wände und sowas. Alles richtig beschissenes Routing in diesem Fall bei Maps. Maps ist sonst immer eigentlich ganz gut, aber da war es echt beschissen. Auf jeden Fall bin ich dann in den DM gegangen. Auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, das ist so eine Fußgängerpassage. Bin ich auch noch nie gewesen. Und die ist mit so einem riesen Kopfsteinpflaster. Kennt ihr das, wo so richtig tiefe Rillen sind? Wo das so richtig, wie so eine Steppjacke sieht der Boden aus, mit so richtig dicken Steinen, Runden auf dem Boden. Und ich gehe in den DM, sage, jo, ich möchte mein Paket abholen und so. Und sie, ja, das ist aber ein bisschen schwer, ich bringe Ihnen das mit dem Wagen nach vorne. Habe ich schon gedacht, heilige Scheiße. Ich hoffe, ich kann es irgendwie trennen oder so. Aber sie haben es natürlich alles in ein riesiges Paket gemacht. Nicht so in 2 kleinere, sodass es ein normaler Mensch tragen kann. Auf jeden Fall bringt sie es mir mit einem Wagen nach vorne. Ich habe erst überlegt, frage ich sie, ob ich den Wagen ausborgen kann. Und dann dachte ich, ich komme ja sowieso nicht über dieses Kopfsteinpflaster, weil es so tief ist. Und ich mache dann riesen Lärm draußen auf der Einkaufspassage, damit alle Leute mir zugucken können, wie ich kläglich daran scheitere, weil der Wagen in den tiefen Kopfsteinpflasterrillen hängen bleibt. Also dachte ich, mache ich nicht, ich trage das Ding. Ich habe es hochgehoben, da habe ich schon das erste Mal gedacht, ich sterbe im DM, weil das so schwer gewesen ist. Und dann bin ich, Gott sei Dank waren dort so viele Häuser, immer ein paar Meter gelaufen. Ich habe dann verflucht, dass mein Auto diese 100 Meter weit weg stand. Aber ich hätte auch nicht näher ranfahren können, das war halt das Problem, ne? Keine Ahnung, wie die das mit Lieferservices machen, ob der einfach trotzdem in die Fußgängerpassage fährt. Weiß ich nicht, wie das läuft, habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall bin ich dann von Haus zu Haus getingelt und habe mich dann immer an die Wand gelehnt mit dem Paket. Also nach vorn, also das Paket habe ich ja vorn getragen, so vorn gegen die Wand. Damit, weil ich konnte es ja nicht auf den Boden absetzen, das hätte ich nie wieder im Leben hochbekommen vom Boden, das Paket. Da sind halt auch übelst viele Leute an mir vorbeigegangen und haben mich so ganz komisch angeguckt, wo ich dachte, guck nicht so blöde, kannst mir auch helfen. Aber mir hat keiner geholfen, aber ist ja auch egal. Ich habe es ja geschafft. Und dann habe ich es in diese dubiose Gasse zurückgetragen, das Auto aufgemacht, dieses Paket reingeschleudert und oh. Und von dieser Tragesache habe ich jetzt so einen riesigen Muskelkater und Schmerzen in den Oberarmen. Ihr könnt es euch nicht ausmalen, Leute. Oder könnt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal Muskelkater habt. Was leuchtet denn hier? Ah, jetzt haben wir es. Der Tank ist leer. Ich möchte den Schlüssel haben. Ja. Da muss halt die Suppe erstmal rein. Das kann ich nicht haben. Gut. Eine Glühbirne, Stethoskop. Stethoskop habe ich ja gesagt für den... Nee, das ist es nicht. Wir hatten doch irgendwo noch einen anderen Safe. War der? Hier, genau. Dreh die Safe-Griffe links und rechts am Safe, um die Kugeln ins Loch zu dirigieren. Okay, wie soll das... Ach so. Okay. Hätte ich vorher ein bisschen gucken sollen. Habe ich halt überhaupt nicht aufgepasst. Ja. Keine Ahnung, gerade eben. Wir gehen mal mit dem Flow. Ah, fuck. Ich weiß nicht, ob ich es da geschafft hätte. Ja, machen wir es mal hier lang. Ich glaube, das war das, wo ich den ersten Weg hatte, ne?
das da weg. Ah, so ein Rätsel finde ich ja auch blöd. Jetzt ist es auch direkt weg, ne? Ja. Also ich habe jetzt hier keine andere Wahl. Ich muss so beginnen. Ich muss auch so machen. Ich muss so machen. Ich muss auch so machen. Hier ist das erste Mal, dass ich wählen kann. Gehe ich jetzt hier hin, kann ich nur nach links. Ich muss ja zu dem Kollegen hier kommen, ne? Anders geht's ja gar nicht. So, dann muss ich zu dem. Ich müsste ja von hier links kommen irgendwie. Oder bin ich gerade ein bisschen doof? Weil ich kann ja nie hier landen. Er wird ja immer hier zwischen den Beinen hin und her gehen. Ich muss irgendwie hier landen und dann mich so drehen, dass er da reinbullert. Also muss ich von hier kommen. Habe ich keine andere Wahl. Entweder komme ich von hier, was ja nicht geht. Aber es muss gehen. Und mal kann ich? Nee, wahrscheinlich kann ich es nicht. Nee, ich kann auch nicht zwei schnell drehen. Irgendwas verstehe ich gerade wahrscheinlich nicht richtig. Ich kann ja nicht zwischendurch anhalten. Er müsste ja zum Beispiel hier landen. Tut er das? Aber der fährt doch hier vorbei eher. Er muss ja hier landen, um da hinzukommen. Wisst ihr? Und das funktioniert ja nicht. Und hier wird er wahrscheinlich hier vorbeikullern. Denke ich. Weiß ich nicht hundertprozentig. Das ist wieder so ein Rätsel, das ich super ärgerlich finde. Entschuldigung, es muss ja offensichtlich gehen. Und ich kann ja nicht zweimal schnell drehen, sodass er die Richtung ändert oder sonst was, sondern die Kugel landet am Ende irgendwo straight in die Richtung, in die ich es drehe. Kann ich also nicht beeinflussen. Was ist denn eigentlich das Handbuch? Das ist eine Anleitung. Oder?
Ja, das sind die Objekte, die wir entsprechend... Hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht, glaube ich. Hey. Ah, hier ist die Lösung dafür. Hä? Achso, ich war jetzt hier. Ach, Entschuldigung. Links. Wartet mal, Leute. Wir machen das jetzt mal so, wie das hier steht. Ich mache mir mal einen Screenshot. Warte mal, ich brauche gar nicht den ganzen Screenshot hier machen, sondern nur... Hört ihr mich überhaupt noch? Ich hoffe. So, das hier, das kleine Ding. Das Bild lege ich mir mal auf den zweiten Bildschirm. So, und jetzt bin ich hier. Wir machen das jetzt mit Anleitung. Dann überspringen wir nicht und lernen noch ein bisschen was. Wir sollen links machen und links. Okay, da habe ich ja schon... Ach nee, er ist von hier gefallen, ne? Dann sollen wir einmal rechts machen. Und 1, 2, 3, 4, 5 mal links. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann sollen wir einmal rechts, einmal links. Ja, soweit noch logisch für mich. Rechts, rechts. Okay, rechts. Einmal links. Ich habe, glaube ich, einmal rechts vergessen, Leute. Sorry. Dann machen wir mal einen Schnelldurchlauf mal kurz. Das haben wir ja schon. Links, links. Warum sollen wir das... Guck mal, wir sind jetzt hier auf diesem Ding. Dann sollen wir rechts machen. Und dann sollen wir 1, 2, 3, 4, 5 machen. Wir sind doch in der exakt selben Position wieder. Warum haben wir denn das nicht weggelassen? Ist das, was ich meine? Verstehe ich nicht. Jetzt sollen wir einmal rechts. Einmal links. Und jetzt... 1, 2, 3, 4 mal. Einmal links. 1, 2, 3 mal rechts. 3 mal links. 1, 2, 3. Okay. Und rechts. Und rechts. Crazy. Warte mal, ich muss mal kurz das Bild zumachen, damit ich auch wirklich sehe, dass die Aufnahme noch weitergeht und wir können weitermachen. Bisschen gecheatet. So. Hier braucht man eine Münze. Hier müssen wir aufmachen, aber wir haben... Und damit geht's auch nicht, ne? Ne. Ne. War auch... Warte mal, ist hier im Münzfach Geld drin? Habe ich da schon geguckt? Der wollte einen Scheck. Okay, wo soll man denn hin? Einmal hier. Ah, da kannst du rein. Schwupps. Perfekt. Korkenzieherfeder, Tabakpfeife. Hier die Sporen, die habe ich schon gesehen. Die kommen bestimmt an irgendeinen Stiefel. Ich sehe gerade keinen. Oder zu den anderen Sporen? Ja, zu den anderen Sporen. So, soll ich es vergessen? Korkenzieherfeder, Tabakpfeife. Die 7. Leuchtet. Hier, Lasso. Meine Nase juckt schon wieder. So. Was ist denn das hier? Nichts zum... Ah, hier ist der Korkenzieher endlich.
Falle. Warte mal, Falle habe ich gesehen. Hier, das ist sowas wie so eine Bärenfalle, ne? Handschellen, werden die da sein? Nudelholz habe ich auch gesehen. Die grüne 7, die muss man also anpinseln. Hier ist Farbe. Schnecke, Bürste, Feder, Tabakpfeife. Hier ist die Schnecke. Bürste. Feder. Und die Pfeife. Mein Lasso bekommen. Okay. Das ist nicht einfach das hier, oder? Naja. Zettel können wir auch nicht lesen. Hier ist auch nichts mehr. Draußen soll man gucken. Einem Tape, wir haben einen Schlüssel. Ah, hier kommt die Tabakpfeife rein. Zack. Da haben wir ein bisschen Sprit. Den wollen wir natürlich hier reinfüllen. Dann an mit dem Motor. Und was auch immer. Ich muss erst den Traktor starten. Was? Das ist nicht genau das, was ich getan habe? Ist doch an, oder? Muss ich hier auch wo an? Ne, ist auch hier. Ich könnte den Zweig in einen Traktor festbinden und den Baum dann herunterziehen, sodass er auf die Grube fällt, okay? Kann ich es jetzt eventuell? Ja. Das war ein bisschen doof erklärt. Aber wir sind ja am Ende trotzdem weitergekommen. Ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder bei 22,5 Minuten. Deswegen würde ich sehr gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir schauen uns in der nächsten Folge an, was sich jenseits dieses Baumes und dieser Grube befindet. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.